Hey Leute, für dieses Wochenende habe ich noch ein kleines Update für Miraculous Ladybug sowie Mini-Theorien, die an die News anknüpfen. Zur Erinnerung, im Community-Bereich auf meinem Channel findet ihr auch nochmal die bisher bekannten Folgen aufgelistet. Folge 12, Crocodile, wird am 3. August von Mundo Glob ausgestrahlt, also bereits in der kommenden Woche und zwar um 19.30 Uhr Ortszeit, was bei uns 0.30 Uhr sein wird. Also sehr, sehr spät und leider auch nicht in deutscher Sprache. Aber wie immer wird's natürlich am kommenden Tag eine zusammenfassende Übersetzung in Form eines Reviews geben. Tatsächlich wurde nun auch eine Kurzfassung vom Plot für Crocodile veröffentlicht, in der es heißt: Seit Marinette und Luca Schluss gemacht haben, unter anderem da sie Adrien mag, ist Marinette ihm um jeden Preis aus dem Weg gegangen. Allerdings beeinflusst das auch ihre gemeinsamen Freunde. Und so entscheiden die Freunde, den beiden während Julikas Geburtstagsfeier zu helfen. Der Plan allerdings geht schief und zwei Personen werden akkomatisiert. Hätten wir jetzt nur den Umriss, so könnte man natürlich vermuten, dass es Luca und Marinette erwischt. Allerdings hat der Trailer natürlich sehr deutlich gemacht, dass stattdessen Julikas und Lukas Eltern betroffen sind, die abermals akkomatisiert werden. Am 7. August wiederum soll auf dem Disney Channel USA Folge 18 Wishmaker erscheinen und tatsächlich gibt's auch dazu bereits einen Umriss. Ein Superschurke kommt nach Paris und unterbricht Marinette dabei, über die Zukunft nachzudenken. Der Schurke verwandelt die Kindheitsträume der Menschen in Albträume. Da die Folge nun Wishmaker heißt, muss man eventuell überlegen, was genau mit Childhood Dreams gemeint ist. Träume im wörtlichen Sinne oder mehr so etwas wie Wünsche und Ziele, die man sich im Erwachsenenalter erfüllen möchte, aber vom Wishmaker korruptiert werden, sodass daraus Albträume werden. Schließlich noch eine dritte Sache, und zwar hat Mundo Glob angedeutet, dass jemand in der 4. Staffel die geheime Identität von Shadowmoth bzw. Gabrielle herausfinden wird. Und zwar in Folge 10 mit dem Titel Gabrielle Agreste, für die wir bisher allerdings noch kein Erscheinungsdatum haben. Nathalie kann man an dieser Stelle bereits ausschließen, da sie sein Geheimnis schon kennt. Jetzt stellt sich die Frage, wer diese neue Person sein könnte. An dieser Stelle möchte ich kurz auflisten, wer meiner Meinung nach alles in Frage kommen könnte. Zuerst würde ich dabei tatsächlich an Emily denken. Gabrielle Agreste könnte eventuell eine Folge sein, die Rückblenden von Gabrielle zeigt. Unter anderem zum Beispiel auch, wie er das Schmetterlings- und das Faun-Miraculous bekam. Vielleicht zeigt diese Folge auch, was es genau mit den Zwillingsringen auf sich hat und wie es zum Zustand von Emily kam. So oder so wäre in einem solchen Fall davon auszugehen, dass Emily zu den Personen gehört, die in der Tat wissen, dass Gabrielle eine geheime Identität hat. Das würde zudem erklären, warum in den Folgen danach, zumindest von denen, die wir bereits gesehen haben, die Person, die sein Geheimnis kennt, nicht nochmal in Erscheinung tritt oder wenigstens erwähnt wird. Von daher würde es mich nicht überraschen, wenn Emily für die Aussage von Mundo Glob in Frage kommt. Aber mal angenommen, sie ist es nicht, wer könnte es dann noch sein? Auch möglich wäre zum Beispiel Felix. Felix ist ziemlich clever und es wäre nicht das erste Mal, dass er mit Shadowmoth, gut, damals noch Rockmoth, zusammenarbeitet. Vielleicht nutzt er die Chance und findet heraus, wer er in Wirklichkeit ist. In diesem Fall würde es mich nicht wundern, wenn er ein so großes Geheimnis für sich behält und nicht mal Shadowmoth selbst wissen lässt, dass er es herausgefunden hat. Immerhin könnte man dieses Wissen ja möglicherweise noch eines Tages gegen Shadowmoth verwenden. Lila wäre auch noch eine gute Kandidatin. Auch sie ist dazu bereit, mit Shadowmoth zusammenzuarbeiten. Allerdings könnte man sich in ihrem Fall natürlich fragen, warum das nach dieser Folge nicht mehr aufgefasst wurde. Zwei weitere Personen, die mir einfallen würden, sind Tomoe, also Kagamis Mutter, sowie Audrey, Chloes Mutter. Sie beide stehen in geschäftlicher Verbindung mit Gabrielle und wissen vielleicht sogar mehr, als man annehmen würde. Oder aber es ist jemand, der kurz darauf wieder vergisst, was er oder sie gesehen hat, oder es wird auf andere Weise am Ende der Folge irrelevant. Diese Option besteht natürlich auch, würde ich persönlich aber eher enttäuschend finden. Na, lassen wir uns überraschen. Zum Schluss sei nochmal an die gemeinsame Discord-Gruppe erinnert. Falls ihr Lust habt, mit anderen Leuten über Cartoons, Anime, Games und mehr zu reden, den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Und wie immer am Ende eines Videos möchte ich mich ganz herzlich bei allen bedanken, die diesen Channel durch Likes, Kommentare und natürlich durch ein Abo unterstützen.
Ein ganz besonderer Dank gilt meinen Kanalmitgliedern, denn ihre Spenden sorgen direkt dafür, dass dieser Channel auch in Zukunft fortbestehen kann. Voran meine Sternmitglieder GamerLife, Gilly, TaxiTaxiMG, OneBigNightmare und Map. Gleichsam meine legendären Mitglieder LSR, LeongAngLife, Okumura, Cedric, French, Alo, Hamo und Lukas. Ebenso einen Riesendank an meine mystischen, sagenumwobenen und super Kanalmitglieder. Das wär's erstmal und wie immer, bis zum nächsten Mal.